Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 2. November, 2.11.2020. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber wir haben heute wieder meine Haare gekürlt, also gelockt und Haarspray reingemacht. Jetzt halten die Locken länger. Nur vorne sind sie wieder halbwegs glatt, weil wir da nicht zu viel reingemacht haben. Heute war Sonja da. Von gestern auf heute wieder fast nichts geschlafen. Ich weiß nicht, es ging 2 Tage und jetzt geht's wieder nicht mehr. Ich bin total müde, habe in dem Auge keine Kontaktlinse, weil wir die heute Morgen rausgefischt haben. Ich hatte ja gestern schon die nicht mehr richtig drin, sondern nur in der Ecke. Und heute Morgen gelang es meiner Mutter, sie rauszuholen. Aber wir haben jetzt keine neue reingemacht. Und ich bin total müde. Heute haben wir die restlichen Packerl eingepackt, also Geschenke für Weihnachten. Und ich war duschen mit der Volkshilfe. Und ich war mit Sonja auf einem Café. Wir waren draußen und heute ist der letzte Tag vom Lockdown. Und es wird erwartet, dass der Lockdown 10 Tage dauert. Aber der Lockdown könnte bis Ende November dauern. Höchstwahrscheinlich. Weil 10 Tage zu kurz sind. Weil wir über 41.272 erkrankte Menschen haben. In Österreich. Über 41.000. Oder 42.000. Über 42.000. Und deswegen wird erwartet, dass der Lockdown bis Ende November dauert. Und deswegen sind wir nochmal auf einen Café gegangen, um die Zeit zu nutzen, die man noch im Freien verbringen kann. Wir haben uns aber nicht ins Café reingesetzt, wir sind da draußen gesessen, weil Sonja noch raucht. Und ich habe eine seltsame Geschmacksveränderung wahrgenommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob daran, dass ich jetzt schon länger nicht rauche oder ob ich einen Schub bekomme. Mir schmeckt mein Fanta nicht mehr. Das zuckerfrei. Ich finde, das schmeckt irgendwie nach Abwaschwasser. Und der Dürüm heute hat roh geschmeckt, obwohl er durch war. Und meine Mutter hat mich gerade mit so einem Öl angeschmiert, weil ich so Kreuzschmerzen habe. Und es riecht so brandig, wie wenn eine Holzscheite abbrennt. Und das ist irgendwie komisch, weil sie riecht es nicht. Und jeder nimmt Gerüche an, das war aber. Es ist komisch, dass sich heute alles verändert. Und das kann ein Verdacht für einen Schub sein. Kann aber auch mit der Rauchentwöhnung zu tun haben. Ich weiß nicht. Ich habe heute mit Kerstin telefoniert. Sie hat mir vorgeschlagen, meine Antidepressiva zu verkleinern, damit ich sie früher aufnehme und nicht erst abends. Ich nehme die ja in der Früh und sie dürften erst abends wirken, weil ich ja eine verzögerte Verdauung habe. Und mein Darm sehr langsam arbeitet, deswegen liegen Tabletten lange im Magen. Und deswegen soll ich die Tabletten, das sind so
wie Plastiktabletten mit diesen S-Bahn-Filmen umgeben. Und die soll ich aufmachen und die Kügelchen, die da drin sind, in einen Joghurt reinmischen und das dann essen. Und ob ich das dann schneller aufnehme, weil meine Verdauung so langsam ist. Und diese Plastik, also diese komisch essbar Plastiktabletten, lösen sich irrsinnig schwierig im Magen auf und werden im Darm recht schwer aufgenommen. Und wenn ich es dann leichter mache, kann ich vielleicht auch wieder schlafen. Sonst gibt's nichts Neues. Ich hab's leider verpasst, Christoph heute zu schreiben. Werde es aber morgen machen. Und sonst geht's mir relativ okay noch. Ich hab ein bisschen Sorgen vor dem Shutdown. Lockdown. Aber das habe ich gestern schon gesagt, wegen der Isolation und so. Aber Sonja und Corinna werden weiterkommen, solange sie nicht krank werden. Und mehr dürfen sowieso nicht kommen. Und mehr Freunde habe ich auch nicht. Aber das wird funktionieren. Und hoffentlich dauert es nicht bis Anfang November, bis Ende November. Wir haben ja schon den zweiten. Anfang Dezember, wollte ich sagen. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Ich würde mich freuen, mal wieder was von euch zu hören. Schreibt mir in die Kommentare. Was haltet ihr von der momentanen Situation mit Corona und Lockdown? Oder was geht euch sonst durch den Kopf? Freue mich über Kommentare. Danke, gute Nacht. Ciao, Arines.